Man, hiermit kann man so gut wie alles heiß einfach drüber fliegen. Aber fliegt und fliegt und fliegt und fliegt und fliegt am Bowser und landet im Ziel. Alter. Exzellent. Einfallreiches Level. Wirklich 100 Punkte. Besser geht's nicht. Willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Part von Let's Play Super Mario Maker! Sieh's! Ja, wie ihr sicherlich gerade oder jetzt einfach bei diesem schönen Intro schon gemerkt habt, wir gehen zurück auf altbewährtes, hält besser, sagt man so schön. Wir machen so wie früher. Das heißt, jetzt auf gut Deutsch gesagt, dass wir zum einen ist Mario Maker nicht mein Livestream, sondern auch eher so ein. Ich snibbel jetzt mal ein bisschen um, weil ich Bock habe zu snibbeln, also Schneiderprojekt ausmachen. Und so kann ich nämlich meine Schneider-Skills mal richtig zeigen, denn ich bekomme immer, auch in letzter Zeit vor allem, vermehrt wieder solche Kommentare wie: Ey, Digga, du streamst nur live, weil du nicht nein kannst, ne? Und ganz ehrlich, in diesem Super Mario Maker Projekt zeige ich euch, dass ich durchaus auch in der Lage bin, geile Videos zu schneiden. Deshalb ist das kein Live-Projekt mehr. Aber ihr könnt mir weitere Level zusenden, die ich auch spielen werde. Ich werde schauen, dass das Projekt sich auch ein bisschen aktiver gestalte, weil Super Mario Odyssey auch relativ bald zu Ende geht. Und dann haben wir also Super Mario Maker weiterhin als Mario-Projekt. Das ist zumindest so der Plan. So, und um das so zu verwirklichen, und wie ich mir gedacht habe, aus eure Level. Und im nächsten Part kann ich euch dann was eigentlich ganz genau erzählen, wo ihr mir eure Levels zusenden könnt, weil da gibt es etwas Neues. Mehr dazu dann im nächsten Part. Nun fangen wir aber an und spielen Level aus aller Welt. Heute nochmal Level, die ich mir rausgesucht habe. Nächstes Mal auch, aber danach spielen wir dann eure Level endgültig. Juhu, fangen wir an, let's go! Um uns jetzt ein bisschen so anzuhören wie Mario. Was haben wir denn hier von einer Mitteilung? Level wurde gespielt. Nein. Ich hab nicht mehr einen Weltrekord, oder? Sheesh. Ich bin gespannt. Ich hoffe noch, dass ich einen Weltrekord habe, aber ich hab Angst, dass ich den nicht mehr habe. Sheesh. Hä? Okay, so, Level suchen. Wir schauen nach einfachen, aber natürlich nicht so einfachen Level, das ist ja klar. So, fangen wir damit an. Moment mal, was hatten jetzt irgendwie eine neue Kategorie? Nee. B. Ja, okay, das haben wir gerade schon. Ich glaube, das ist halt so ein ultra einfaches Level, ne? Aber Mario Pixel hört das interessant an, also geben wir dem einfach mal eine Chance und fangen mit diesem wahrscheinlich Kindergarten-niveauvollen Level an. So. Ja, Kindergarten-Niveau trifft es hier vollkommen. Okay, ich glaube, ein bisschen, einen kleinen Ticken reinzuflicken, wirklich nur ein kleinen Ticken, ein bisschen was Schwereres, wäre glaube ich gar nicht mal so verkehrt, ne? Ja, ich glaube schon. So, bien. Ja, als Top-Stern geben wir natürlich immer so, auch diesmal, das ist ja klar. Komm, Stern. Gut. So, das ist ja sehr einfach. Ich glaube, dass die hier sind halt wirklich so einfach, ne? Vielleicht machen sie wieder ein bisschen besser. Das hier vielleicht mal. Super Mario Bros. 3 Set 1. Oh, das ist, glaube ich, kann das sein, dass das so Original-Level aus Super Mario Bros. 3 ist? Ich weiß, wer wird's denn, ne? Nein,
ich bin auch dumm. Was war das gerade hier? So, wenn ich das erste Lassumer 3 ist und wenn ich eins gelernt habe aus Wii U Virtual Console, dürfte jetzt exakt hier ein Pilz drin sein, genau. Ja, das ist das erste Level, ich erkenne es einfach so wieder. Jeez, an die Dinger hatte ich bis nicht mehr erinnert. Der Hammer Pro, den habe ich ganz Nein! Okay, das Level ist eigentlich erst einfach. Es dürfte und sollte hier eigentlich nicht fehlen. Damit das hier aber klar ist. Ralfer Logik, es kennt es schon alles, also. Nein, es durfte definitiv nicht fehlen. Warte, mach es. Es fehlt natürlich trotzdem. Ich meine, schieß. Ist irgendwas? Ich glaube nicht. Wir haben die in den ersten Leveln. Die Wurms. Oh Gott! Damit sonst habe ich schon vergessen. Da war ja was, ne? So, das Ding haut ab, kommt wieder. Haut ab, scheiße. Nee, kommt wieder. Na dann. Dann ist ja alles im Suppenkasten. So, tata. Schieß. Nein, jetzt hat mich dieser Hammer-Podcast selbst doch erwischt. Und ich bin zwar eigentlich drauf gesprungen, aber das interessiert das jetzt tendenziell nicht und deshalb bin ich daneben gesprungen. Sieh, sieh. I mean, natürlich bin ich das, ne? Das ist doch klar. Ja, und normalerweise kommt das erst bei der gleichzeitig. Ich glaube, da ist das Glück, dass die da irgendwie nicht gerade gleichzeitig kommen. So, und hier, ich erinnere mich wieder. Was wir erst im perfekten Timing schaffen. Gut, da hat man Kettenhund. Da müsste man hier irgendwie... Oh Mann, nein, nein, nein. Nicht gut. Vielleicht gibt es da eine Blume, sehr gut. Die Blume kommt mir wie gelegen. Ich fühle mich gleich zurück wie vor 2 Jahren, wo es mir das Spiel... für die Wii U Virtual Console geholt habe. Naja. Denn auch sowas gab es mal als hieß und da sind man Ziele. Mehr oder weniger. Und nur mit der Münze. Oh. Aber immerhin etwas, ne? Besser als nichts. So, oh. Ja gut, ne? Also das Level ist ja wirklich einfach und es kennt jeder. Ich meine, jeder kennt oder sollte zumindest Super Mario Bros. 3 kennen. Sieß! Ich habe auch noch bei diesem Level meinen Weltrekord aufgestellt. GG. Damit sind wir Weltrekord in diesem Level. Jetzt heißt es, ihr müsst es lag gut, es haben auch irgendwie Wort. Von 5 Leuten haben es 2 ins Ziel geschafft, bei diesem wirklich Pipifax-Level. Jeez. Mario Kart Jungle Action, Alter, das sieht geil aus. Das wird einfach sein. 39% Abschlussrate, wie es Hauen des Mannes ist, wird da einfach abgespeichert, ne? Jeez, ich glaube, das Level hier hat was. Weil jetzt immer mehr geht es mir eher darum, wirklich gute. Ach du Scheiße, das. Oder die Weitfee. Ich glaube, ich kenne das Level irgendwo her. Ja? Was zum Henker? Diese Tür hier. Bringt mir jedes Mal an den gottverlassenen selben Ort. Ich glaube, ich muss hier. Boah, ey, sie muss da hoch irgendwie auf diese blauen Dinger. Habe ich so. Ich glaube, so. Oh Gott, ich treffe den einen immer so weit zurück katapultieren. Mann! Ja, ist okay, ich fahr weiter. Gott. Ja Gott, ich glaube, ich kenne das Level schon, ja, das. Habe ich schon mal gespielt und fand es nicht wirklich so toll. Pardon. Vielleicht gar nicht Level, kann ich sagen, ist vielleicht nicht.
einfach nicht aus dem Grund, weil ich aufgeben möchte, aber ich habe schon mal gespielt und fand das nicht wirklich so. Ja, notwendig. Aber das hier, schauen wir uns jetzt mal an. Das Mama ist Bombslas. Das sieht doch mal ganz cool aus. Ich bin gespannt. Habe nicht auf den Weltrekord geachtet, aber ich habe das Wort noch anknacken. Das wäre. Süß! Okay, wir haben uns dumm angestellt. Bei diese One-Ups gibt es hier wahrscheinlich gefühlt. Stern. Gott. Okay, das Level ist eigentlich erst wieder sehr, sehr easy. Also, ne Leute, ist. Mikrofon hier halber drunter. So, jetzt müsste es wieder passen. Sorry für das etwaige ruckelnde Geräusch, das man gerade gehört hat. So, jetzt machen wir weiter mit dem nächsten. Sobald man hier den Stern ergeben hat, man deutet es halt mal wieder sowas von richtig on point. So. Coins. Also Leute, wir sind alle geil und spielen deshalb dieses Level, wo es immer sehr, sehr viele Münzen gibt. Für die Münzen. Wisst ihr, alles Geld, was es hier gibt, ist reines YouTube-Money. Die verdienen es alles mit YouTube, ja. Das ist doch mal ein Traum eines jeden Types. Hier, all das hier habe ich mit YouTube verdient. Alles Money hier. Ja, alles Money hier habe ich mit YouTube gemacht. Ja. All mein YouTube Money. Okay, ich bin mal wieder so ein rosa-roter Traumwelt hier. Aber das ganze Geld, was es hier gibt. Alter. Kann man hier Geld farmen hier? Ich sammle einmal 100 Münzen ein, das ist mein Ziel jetzt für dieses Level. Und ich glaube, das bekommt es relativ easy hin. Gott, es wird immer neu gezählt. Dann sollten wir alles jetzt hier 100 Münzen bekommen. Vielleicht sind sogar 100 Münzen drin, ich weiß es nicht. Nee, der Großteil fliegt hier irgendwie weg, kommen wieder neue, ja doch. Ist auf 100. Achso, ab 99 fängt es von vorne an, das erklärt einiges. Okay, es hat Panat geschafft. Wenn es ja dann sogar gerade auch. Gott, hier war bieten was am. Ich bin zurückgegangen. Zieh sie. Gott, Yossi gibt den Stern. Das war exakt so eigentlich nicht geplant. Oh Gott, Yossi. Yossi, du hast den Stern gefressen. Mann. Ja, GG, das ging auch, sowas auch passiert. Das wäre vorher zu sehen, ich weiß. Gott, wo kommt der denn hierher? Ja, süß, Alter, so ist das viel, viel einfacher, hier alle zu erledigen. Also, das eine Wreckenrad war, wenn ich mir das mal so anschaue, ich vermute es alle anderen Male, wo es verreckt bin, ist verdammt unnötig. Aber so richtig unnötig. Aber Yossi einfach gerade den Stern gefressen hat, Alter. Ja, gib mal einen Stern, das Level passt, der Stern. Ja? Und ich muss sagen, ich finde das mit Facecam deutlich besser, als wie es erst davor hatte. Also Spriss, also irgendwie ohne Facecam oder so. Weil ich finde, bei Mario Maker macht es wirklich Sinn, weil so taucht man logisch ins Spiel ein, wenn man es quasi mit Facecam macht, ne? Mario Carrera. Nee. Squid Swamp Salad. Da muss man es prägen, also. No. Also noch. The worst states ever. Amazon. Wie worse ist es denn? Lulu 8 hochgeladen, 12.3.
11 Sekunden, du dat. So, das war Sekunden. So. Ja gut, das sieht eigentlich ist easy aus. Wie sie Manga. Also. Okay, wenn das irgendjemand nicht geschafft hätte, hätte ich mir Descent Angst gemacht. Hm. Und das ist interessant, wirklich so komplett leichte Level zu spielen, ne? Und dann zu sehen, wer. Was sind das für Leute, die diese wirklich, wirklich einfachen Level hier eigentlich nicht können? Gibt's sowas? Nee. Eigentlich so nicht, weil die sind wirklich so einfach. Zu einfach. Also ich glaube, es kann mein Niveau so langsam eine Stufe weiter nach oben steigern. So, habe es so im Eindruck, aber mal sehen. Was haben wir da noch an Sticken der Willen? Vielleicht wird es irgendwelche, die tatsächlich ein bisschen anspruchsvoller sind. Sternrangliste. Ja, immer das wird's noch. Das im Abschluss ein Level machen, was in der Sternrangliste relativ weit oben ist und halt noch einfach ist. Das haben. Nö, Abschlussrate, geh weg. Greatest Players of all time, oh Gott. Die, was haben die so alle so wenig Abschlussraten hier? Yeah. 8%, boah. Okay, wir gehen weg von Sternrangliste. Weg, weg. Ich meine 8%, alles schön und gut, aber 8%? Ich glaube, ich spiele mal ein Level von den Japanern. Einfach damit, wie, oh Gott, wie dieses bescheuerte, Dings, die einfach mal, ich glaube, halt komplett den Mund irgendwie verdeckt, ne? Ich glaube, wir tun das jetzt mal so hin. Das sollte besser passen. Und sorry für diese Störgeräusche, die ihr da durch jetzt habt. So, mach ich bis zum nächsten Mal gesagt. Oh Gott, nee. Mal sagen wir noch das bisschen, was bietet. So, das hier vom Steven. 47%. Entweder das sind wirklich Anfänger, die das so spielen, oder es sind einfach wirklich vollkommene Noobs, Noobs, Noobs. Wenn auch Noobiger sind wie ich meine. Hey. Oh Gott. Ist bei trotzdem, hey. Habe ich gerade Yoshi runtergekickt? Man, hiermit kann man so gut wie alles heiß einfach drüber fliegen. Aber fliegt und fliegt und fliegt und fliegt und fliegt am Bowser und landet im Ziel. Alter. Exzellent. Einfallreiches Level. Wirklich 100 Punkte. Besser geht's nicht. So, also, nachdem wir das auch abgehakt haben und festgestellt haben, Alter, das ist so ein geiles Level hier, ne? Gehen wir definitiv direkt wieder an Stern. Ihr seht schon, ich brauche kreative Level. Ich brauche gute Level. Ich brauche eure Level. Schreibt mir bis zum nächsten Mal. Überlegt euch bis zum nächsten Part. Level, die ihr habt, von ihr meint, diese Level sind gut. Diese Level sind gut. Die sind so gut. Die wollen es dafür eignen, wenn ich sie in meinem Let's Play spiele. Wenn ihr meint, ihr habt Level, die meinen Anforderungen entsprechen, die ich spielen kann, nix wie ja damit. Denn im nächsten Part gibt es bekannt, wie ihr mir ab jetzt, ab dem nächsten Part, Level zusenden könnt. Neues System. Machen. Ja, dementsprechend war es das jetzt für den Part hier. Ihr überlegt euch bis zum nächsten Part, bitte habt ihr irgendwelche Level, die ihr mir zusenden könnt. Einfach überlegen, ob ihr es habt, geht mal eure Level durch. So. Und im nächsten Part erkläre ich euch dann, wie ihr mir welche zusenden könnt. Und das ist ganz einfach so. Die mir dann zuerst welche zusenden,
deren Levels bilde eben als erstes. So, dementsprechend das Formular, was vielleicht in der Videobeschreibung ist, zur Level zu senden, gilt ja nicht mehr. Level kannst du mir erst ab dem nächsten Part wieder zusenden, nachdem, wo es erklärt hat, wie es geht. So, ihr wisst Bescheid. Ich sage danke fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal und ciao!